Du wirst in deinem Leben glücklicher sein, wenn du mehr unnötige Dinge tust. Und warum das so ist, schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Weißt du eigentlich, warum Kinder, aber auch Erwachsene Spiele spielen? Weil ihnen die Realität zu einfach ist. Ist wirklich so. Denn unsere Fähigkeiten steigen bei einer Sache mit jedem Tag, aber selten der Anspruch. Die meisten Leute lernen 3 Jahre für ihren Beruf und wiederholen das dann 27 Jahre und nennen das dann 30 Jahre Berufspraxis. In der Schule ist es genauso. In der Schule schwanken wir eigentlich immer zwischen einem: Es ist uns zu leicht, dann passen wir nicht auf und plötzlich ist es uns zu schwer. Könnte man auch als den Anti-Flow bezeichnen. Und deswegen fliehen sich so viele Menschen in Spiele oder in Ersatztätigkeiten. Das merkt man, viele Leute, die sich es nicht erlauben können, beispielsweise noch irgendwas zu spielen, die suchen sich dann erwachsene Formen. Jetzt mal ehrlich, Golf ist einfach nur eine teure und sozial anerkannte Form des Murmelspielens. Die Modelleisenbahn im Keller ist auch nur für die Leute, die sich es nicht mehr erlauben dürfen, mit Legos zu spielen. Aber am Ende läuft es immer darauf raus, ein Spiel wird gespielt. Und ich finde da übrigens Tetris. Tetris ist das perfekte Beispiel für ein funktionierendes Spiel. Du fängst Tetris an und du hast schon eine Erkenntnis. Du verlierst Tetris. Tetris ist nicht gewinnbar. Tetris ist aber auch noch aus anderen Hinsichten super gut. Es passt sich vom Schwierigkeitsgrad her immer an dich an. Das heißt, wenn ein Level in Tetris für dich machbar ist, glaub mir, das ist nicht lange der Fall. Du hast immer ein Feedback über das, was passiert. Du fängst das Spiel freiwillig an und du hast außerdem ein klares, idiotensicheres Ziel. Das sind alles Kriterien, die wir schon in anderen Videos besprochen haben, wie Gamification funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich diese Fakten nur noch auf die Realität übertragen. Und in der Realität würde ich so weit gehen, Tetris ist Arbeit. Jedes Videospiel ist Arbeit. Und ich würde sogar noch so weit gehen, arbeiten macht mehr Spaß als Spaß haben. Der Spruch ist nicht von mir, ist ein Zitat. Und warum das so ist, kann ich dir sagen. Bei Tetris hast du eine Arbeit, du sortierst etwas. Bei einem Videospiel hast du auch einiges an Arbeit. Wenn du Management-Spiele spielst, hast du sogar noch ein bisschen mehr, muss ich ehrlich sagen. Warum macht das trotzdem Spaß? Weil wir Menschen Arbeit lieben, die wir uns selbst ausgesucht haben und wo wir selbst auch eine gewisse Gestaltungsfreiheit haben. Denn ein Spiel ist technisch gesehen nur eine unnötige Arbeit. Warum uns das glücklich macht, kann ich dir mit der Evolution und der Biologie begründen. Denn wenn ein Mensch wirklich etwas machen konnte, was keinen direkten Sinn auf das Überleben hin hatte, dann war das Luxus, dann war das sogar ein Statussymbol. Weil überleg mal, du bist in der Steinzeit, du siehst dir jetzt mal so dein Rudel an. Du hast 2 Jäger, die sind den ganzen Tag am Jagen, die haben den ganzen Tag zu tun, die sind eigentlich fast nie im Dorf und wenn, dann sind sie gestresst und müssen sich erholen oder schärfen schon die Speere für den nächsten Tag. Dann hast du 2 Jäger, die können den ganzen Tag snacken, denen geht's gut, die sind versorgt und die spielen miteinander irgendeine primitive Variante von Dame. Wem vertraust du mehr, dass er sich ernähren kann? Natürlich sind es die, die sich's erlauben können, auch mal unproduktiv zu sein. Und das Interessante ist aber, ein Spiel ist immer auch ein Lernprozess. Deswegen hören Leute auch mit Videospielen auf, wenn sie komplett gemeistert haben. Deswegen wird dir übrigens auch ein Brett- oder Kartenspiel nach einer bestimmten Zeit langweilig, wenn du nicht den Karat deiner Mitspieler erhöhst, weil du nichts Neues mehr lernst. Und wenn du Spiele als Lernprozess und als unnötige Arbeit begreifst, dann kannst du das auch auf deine Arbeit übertragen. Wenn du zum Beispiel eine Arbeit hast und du erweiterst sie um die eine oder andere scheinbar unnötige, aber dennoch angenehme Komponente, wird sie dir plötzlich mehr Spaß machen. Schau dir das bei Schülern an. Was machen gerade die Damen in der Schule, wenn denen langweilig ist? Die dekorieren ihren Hefter, die machen das schön. Machen die das, weil sie nichts Besseres zu tun haben? Ja. Die sind nicht zu 100% mit der aktuellen Materie ausgelastet. Schüler sind übrigens selten wegen Überforderung schlecht, fast immer wegen Unterforderung. Und deswegen passen wir im besten Fall auch immer das Tempo von Videos so an, dass sie uns auch gerade noch auslasten. Du merkst also, unnötiges Arbeiten ist eigentlich sogar etwas Schönes. Und mein Ziel mit diesem Video war, dir ein Verständnis dafür zu geben, dass Spiel und Arbeit gar nicht so weit voneinander entfernt sind und dass du eigentlich auch den ganzen Tag eine Arbeit machen kannst, wenn sie dir nur Spaß macht. Schließen möchte ich das Video heute nicht mit meinem Standardsatz, was denn alles bei dir liegt. Schließen möchte ich das Video heute mit dem Satz: Kreativität ist Spaß, den du als Arbeit verkaufen kannst.